Es war richtig was los im Casino-Foyer auf dem Campus Westend der Frankfurter Goethe-Universität. Denn im Rahmen des 4. Innovationsforums wurde der Goethe-Innovationspreis an Startup-Unternehmen vergeben. Die 10.000 Euro für den ersten Platz gingen an Peter Hart, der einen Ganzkörper-Aftershave für Männer und Frauen entwickelt hat. Eine gute Freundin hatte das Problem, dass sie Rasierpickel nach der Haarentfernung bekommen hat. Und ich habe gesagt, sowas gibt's bestimmt. Und als ich dann falsch lag mit meiner Annahme, habe ich dann gesagt, okay, das machen wir jetzt selber. Unser Produkt besteht aus drei Komponenten. Es wirkt erstmal antibakteriell und dann beruhigend auf die Haut, dann regenerierend, sodass keine Rötungen und sowas erscheinen können. Eine Idee, die sich auszahlte. Die 5.000 Euro für den zweiten Platz gingen an ein Startup, das eine Software für Internetsicherheit entwickelt hat. Den mit 2.000 Euro dotierten dritten Platz holten sich zwei junge Gründer, die eine automatisierte Patientenabrechnung zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen entwickeln. Die preisgekrönten Projekte sind also ähnlich vielfältig wie die Forschungen an Deutschlands drittgrößter Universität. Wir müssen immer aufpassen, dass wir den Innovationsbegriff nicht zu eng verwenden. So im Alltagssprachgebrauch denkt man häufig nur an Technik oder Technologie. Innovation ist aber auch gesellschaftliche, institutionelle, kulturelle, künstlerische Neuerung. Und wenn Sie sich so den Gründungsmythos, die Gründungsgeschichte der Frankfurter Uni anschauen, auch das war damals eine Innovation, Wissenschaft für die Gesellschaft. Und dazu gehört es auch, gute Ideen in die Gesellschaft hinauszutragen. Und Startups sind eine Version davon, aber nicht die einzige natürlich. Ins Leben gerufen wurde das Innovationsforum von den Freunden und Förderern der Goethe-Universität. Im Anschluss an die Verleihung diskutierten diverse Führungsgrößen deutschsprachiger Großkonzerne mit Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart über aktuelle Trends und Entwicklungen. Mit dabei auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG Rüdiger Grube. Aber was versteht man in einem so großen Konzern unter Innovation? Ja, ich glaube, es ist heute sehr schön gesagt worden. Die Innovation ist der Sex von guten Ideen. Ich glaube, das umschreibt das sehr gut. Und Innovationen sind notwendig, damit man Wettbewerbsvorteile erzielt und als Unternehmen eine langfristige Zukunft absichern kann. Innovationen sind heute das A und O. Ein Unternehmen, das keine Innovation erzeugt, hat auch keine Zukunft. Egal ob Startup oder Megaunternehmen, neue Ideen werden immer benötigt. Und deswegen wird die Goethe-Universität auch im kommenden Jahr wieder den Innovationspreis verleihen.